Sonnabend, der 5. Dezember 2015. 6.304 SCM-Fans erwarteten ein starkes Spiel ihres Clubs und damit einen kleinen vorfristigen Nikolaus. Auf ein gutes Spiel für unsere Jungs! Auf geht's also. Im zweiten Angriff klappt es. Finn Lemke mit dem 1:0. Eisenach erstes Tor war ein 7 Meter. Er lieferte wieder wunderschöne Tore. Robert Weber hier mit dem 3:2. Wieder gut im SCM-Tor, Dario Quenstedt. Im Gegenzug dann aber leider nichts draus gemacht. So dass Eisenach in der 13. Minute durch Thomas Urban zum 6:6 Ausgleich einnetzen kann. Tor Eisenach. Erst 6 Minuten später schafft der SCM eine erste 2-Tore-Führung. Yves Grafenhorst mit dem 8:6. Matze Musche schaut vom Rand aus zu. Dario Quenstedt fängt den Ball der Eisenacher und gibt einen super Pass zu Robert Weber. Der macht das 10:6. Der SCM jetzt 4 vor und startet einen Lauf. In der 28. Minute steht es 15:7 durch Vincent Sohmanns zweites Tor in Folge. Gute Laune auch bei Kjell Landsberg. Auch er freut sich über das 17:8 von Michael Damgaard, das auch gleichzeitig der Halbzeitstand ist. Nach der Pause geht es erst einmal gut weiter. Michael Haas nimmt den Gästen den Ball ab und dann Robert Weber mit dem 19:9, seinem 5. Tor in der Partie. Hier ein Blick auf den SCM-Kindergarten, der ja demnächst noch wächst. In der 36. Spielminute heißt es dann 20:9 durch Jakob Baggerstedt. Der SCM ist 11 Tore weg, es sollte aber die höchste Führung im Spiel bleiben. Eisenach dreht wieder auf, 20:13. Dusko Celica verkürzt auf -7. Ein tolles Tricktor von Robert Weber, 21:13 und das ist sein 100. Bundesliga-Saisontor. Aber Eisenach holt auf. Nutzt die zahlreichen Fehler des SCM aus und verkürzt auf -4. Drei Minuten später, Nikolai Hansen hält die Eisenacher auf Tuchfühlung, der SCM unglaublich nervös. Zwei Minuten vor Schluss sind es nur noch 2 Tore vor für den SCM. 26:24 durch Adrian Wöhler. Den Endstand steuert Robert Weber per 7 Meter bei. 27:24 gewinnt der SCM gegen die Eisenacher, auch weil Dario Quenstedt noch einmal rettet. Alles in allem war da mehr drin, aber die 2 Punkte bleiben an der Elbe. Hier die Stimmen zum Spiel. Zu dem Sieg können wir euch nicht gratulieren, aber zu einem großartigen Kampf auf alle Fälle. Wie siehst du es? Ja, zweite Halbzeit auf jeden Fall. Da haben wir unser Ding viel besser gemacht als in der ersten Halbzeit. Die erste Halbzeit war schon wieder so ein Ding, wo wir 10-12 Minuten gut spielen. Diesmal war das die erste 10-12 Minuten. Und auf einmal hören wir auf, Handball zu spielen und machen viel zu viele technische Fehler. Und das kostet einfach gegen eine Mannschaft wie Magdeburg. Dann laufen die erste Welle und dann sind wir mit, keine Ahnung, 8 oder 9 hinten in der ersten Halbzeit. Aber irgendwo habt ihr in der zweiten Halbzeit gemerkt, hier geht doch was. Ja, davon waren wir die ganze Zeit überzeugt. Das war nur eine Frage von unserer Spielweise und ob wir uns das zutraut. Das hat viel mit Herz zu tun heute, glaube ich. Wir haben viele halbverletzte oder müde Spieler. Wir haben die letzten paar Monate viel mit den gleichen Spielern gespielt. Irgendwann merkt man das auch. Magdeburg war auch ein bisschen getroffen von Verletzungen heute. Ne? Und klar, wir haben in der zweiten Halbzeit haben wir gemerkt, dass vielleicht wäre das möglich, 1 oder sogar 2 Punkte hier zu holen. Und das wäre natürlich geil, in so einer Kulisse 2 Punkte mit nach Eisenach zu nehmen. War auf alle Fälle ein würdiges Ostderby.
Ja, das denke ich auch. Zweite Halbzeit auf jeden Fall. Dann machen wir einen Strich über erste Halbzeit. Dann für euch alles Gute, ne? Dankeschön, Dankeschön. Regionalderbys haben immer so ihre eigenen Gesetze. War das heute so ein Spiel mit so einem eigenen Gesetz? Ja, ich denke, dass wir jetzt gerade den Gesetz gemacht haben, dass wir es uns selbst schwer machen. Das ist aber, was die ganze Saison schon passiert, dass wir in der letzten 15 Minuten eigentlich ein wenig einbrechen. Und da müssen wir auch. Das kann nächstes Spiel wieder passieren. Man kann nicht denken, das ist nächstes Spiel vorbei. Und da muss man auch mit rechnen, dass das vielleicht passiert. Dann ist man dafür bereit für. Aber wir wollen natürlich nicht, dass man nach von minus 10 auf zum Schluss minus 3 geht. Ja, das sind wir selber auch traurig drüber. Aber ich denke, jetzt sind erstmal die zwei Punkte. Und man kann immer weiter nach vorne schauen, Fehler analysieren, kritisch sein. Und ja, dann geht es schon wieder nächstes Spiel in Göppingen. Es war ja lange Zeit ausgeglichen, bis dass er dann so zur Halbzeit eigentlich die Eisenacher ganz gut im Griff hattet. Zweite Halbzeit eigentlich unbeschwert startet und ja, warum fällt dann der Schalter? Ja, also meiner Meinung nach liegt das an den Fehlwürfen. Also wir verschießen ein nach dem anderen vor dem Tor. Wenn wir ein Tor kriegen oder bekommen haben, dann war das immer durch unseren Rückzug und wir da nicht gut standen. Ich denke, im aufgebauten Angriff haben wir Eisenach im Griff gehabt. Und, aber es war immer, wir verschießen vorne, kriegen einen Rückzug, Gegentor oder schnell ein Konter. Und das macht dann uns das Leben schwer. Ist für euch sicherlich nicht angenehm, aber Kjell Landsberg hatten wir gerade vor dem Mikrofon. Der sagte, das ist eben Magdeburg, es muss immer spannend sein. Ja, vielleicht. Ich kann mir vorstellen, dass die Zuschauer das lieber ein bisschen weniger spannend sehen. Und das verstehe ich auch. Das ist auch unser Ziel, aber gut. Ja, so wie es ist und wir müssen die Fehler versuchen abzustellen, ja, wie immer. Und das kann man ja immer jedes Mal wiederholen nach dem Spiel, aber es ist einfach so. Und wir wollen das nicht, aber es passiert. Kjell, an alter Wirkungsstätte, erste Frage, wie geht's dir? Wir haben dich heute mit was Kleinem auf den Arm gesehen, sah sehr gut aus. Ja, wir haben von unserer Reise ein kleines Päckchen mitgebracht und die bereitet uns sehr viel Freude. Entsprechend geht's uns auch sehr gut. Und nun hast du ein Handballspiel gesehen von deinem alten Club. Ja, dein Fazit kurz. Ja, ganz nach meinem Geschmack. Eine fantastische Abwehrleistung über weite Strecken des Spiels. Leider nachher es nicht geschafft, diese hohe Führung irgendwie mal auch zu verwalten. Aber das konnten wir noch nie. Aber ich denke, am Ende war der Sieg nie gefährdet. Und ja, eigentlich ein starkes Spiel mit gewissen Abstrichen. Das ist eine Spezialität des SCM, immer ein bisschen Spannung zu halten. Ja, ich meine, dafür kommen die Zuschauer ja auch her. Ne? Also, die wollen ja auch ein bisschen unterhalten werden. Und so ein kleines Spannungsmoment darf dann ja auch sein im Spiel. Wie geht's bei dir jetzt weiter? Was machst du zurzeit? Ich bin Zimmermann gewesen das letzte halbe Jahr, habe eine Wohnung ausgebaut und jetzt bin ich in Elternzeit, arbeite ein bisschen als Journalist und ja, gleite so langsam ins zivile Leben über. Dann ist es jetzt die Chance, Weihnachtsgrüße an die SCM-Fans loszuwerden. Ja, wie immer fantastisch hier in Magdeburg zu sein. Ich hoffe noch ein, zwei Mal dieses Jahr zu kommen und ich wünsche euch allen eine tolle Weihnachtszeit, eine geilen Advent morgen und dass der SCM noch ein bisschen weiter nach oben kommt hier im Laufe des Jahres. Vielen Dank.